So, meine Lieben, wieder mal ein neues Video. Wie ihr ja alle mitbekommen habt, ist mein Hund ja gestorben, der liebe Dagi. Wir müssen den ja im September einschläfern. Wir haben jetzt Mitte November, ganz genau. Ja, und wie es halt so ist, wenn man Hunde gerne hat, dann hat man Hunde immer gerne. Und mir ist da ein neuer Wurf von der lieben Jessica und der Claudia im Kanton Bern in den Schoß gefallen. Da wird es einen neuen Hund geben. Papa Pitbull, Mama Amstaff, meine zwei Lieblingshunde vereint in einem Mischling. Blue Line, was Geileres gibt es für mich persönlich nicht. Jetzt ist es so, ja, hier sieht man schon im Hintergrund. Der Dagi hatte ja jetzt 12 Jahre lang seinen Fressnapf. Und das war eigentlich ein ganz schönes Gestell mit zwei schönen Porzellantöpfen drin. Das Ding war wirklich richtig robust und gut solide, hat auch ein Schweinegeld damals gekostet. Meine Frau schmerzfrei, so, Dagi weg. Dann hat sie mir noch schnell 3-4 Wochen Zeit gegeben und als ich dann so langsam den Schmerz verdaut hatte, lag das gute Stück auf dem Müll. Sieht natürlich dementsprechend aus nach 12 Jahren, immer wieder Wasser darüber gelaufen, das Holz aufgequillt, habe ich das Ding wieder aus dem Müll geholt. Selbstverständlich kann man das Ding nicht so lassen in dem Zustand, wie es war. Hier mal an der Stelle noch schnell ein Bild von meinem auserwählten lieben neuen Hund. Hier. Süß, nicht? Ich zeige euch jetzt mal, wie das so ausgeschaut hat. Also jetzt bin ich hier bereits schon am Schleifen. Draußen war alles so, ist überall aufgequillt. Selbstverständlich habe ich neue Porzellanschalen gekauft. So, die passen wunderschön hier rein. Ne? Mal zwei das Ganze natürlich. Hier einen. Ich werde dieses Ding komplett überlaminieren, aber mit Eschkarbon. Aber es war mir dann noch nicht genug. Habe ich mir gedacht, dass ich irgendwie dem Hund seinen neuen Namen in Blattsilber noch aufbringen werde, dann aufs Carboni drauf. Aber das ist einfach so ein kleines Video, by the way, weil es eine Herzensangelegenheit ist für mich und wegen dem machen wir das jetzt so. Ich lasse euch daran teilhaben. So, wie ihr seht, ist das gute Ding gefüllert. Dem habe ich so richtig Füller drauf geklatscht, aber richtig Schmackes. Weil ich muss die ganzen Formen und alles, was hier rausgebrochen ist vom Holz, muss ich jetzt alles wieder schön glatt schleifen, alles wieder schön machen. Jetzt ist der ganze Füller richtig hart. Jetzt werden wir mal schleifen und mal gucken, dass wir die Form wieder perfekt hinbekommen. Dann kommt ein 2 Komponenten Schwarzlack drauf als Vorlage, damit beim Carbon alles schwarz auch schon im Untergrund ist, damit keine hellen Stellen hervorleuchten. Und jetzt wird mal geschliffen. Das Ding ist fertig vorbereitet, geschliffen und jetzt geht es darum, dass es schwarz lackiert wird, damit ich eben die passende Untergrundfarbe habe, weil das Carbon ja an Teilstellen ab und an ein bisschen durchscheint. Dann würde ich sagen, wir lackieren mal. Das Teil ist endlich lackiert. Guckt euch das mal an. Geil, ne? So, das Ding ist komplett geschliffen. Astrein perfekt vorbereitet. Guck mal, wie das jetzt schon aussieht im Vergleich zu vorher. Wäre so schon schön. Ey, ich schaue aus, als wenn ich eine aufs Maul bekommen hätte. Und jetzt fange ich mal an, das Carbon zuzuschneiden und dann wollen wir mal gucken. Schaut schon geil aus, oder? Aber ich muss ehrlich sagen, mit Vakuumpresse macht das Ganze viel, viel mehr Spaß. Diese ganzen Umlappungen, hier muss ich jetzt immer wieder andrücken. Bis das Harz dann irgendwann mal gezogen hat. Müssen wir jetzt bis morgen trocknen lassen. Da wollen wir morgen gucken. Ja, ich habe das letzte Mal laminiert. Ich wollte hier eigentlich wirklich am Anfang nur die obere Fläche und dann das eine gerade Brett hier drinnen machen. Ich habe es mir jetzt aber trotzdem angetan, habe mir hier den Falz gemacht, war noch recht tricky mit dem Ansatz hier im V und dann runter, weil das ja eine Gärung hat. Hier auch schon gemacht und jetzt habe ich nur noch einfach die Innenseite gemacht, hier. Klar kann man sagen Minimalist, nur bis hierher, aber spielt keine Rolle. Das Ding steht nachher so auf dem Boden. Dann werde ich einfach hier auslackieren. Das wird man nachher gar nicht mehr sehen. Ja, das geht mir wirklich ja hier lediglich um die Optik, wenn das am Boden steht. Geil. Guckt mal den Spiegel an. Da wird das schön plan geschliffen immer wieder. Laminiert fertig. Ab morgen geht es dann wirklich los an die Planschleiferei und Harzerei und Lackerei. Bis morgen. So schaut das aus. Jetzt final das letzte Mal geharzt. Ich war jetzt sicher etwa 5-6 Stunden am Schleifen. Und dieses Teil ist mir mal wieder am Bewusstmachen, warum Carbon-Teile in der Regel so viel Geld kosten.
weil es einfach so eine scheiß Schweinearbeit ist, hey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger alles plan geschliffen. Man sieht Carbon gar nicht mehr jetzt. Und ich bin vor allem froh, das harte Harz ist endlich geschliffen. Sprich, man kann da zügig vorwärts arbeiten. 2-3 Mal lacken, dann wieder schleifen, wieder 2-3 Mal lacken. Und was ich euch noch schnell zeigen wollte, der neue Hund, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, der heißt ja Reus. Gestern ganz lange mit dem Brice zusammen haben wir Schablonen gemacht. Guckt, sieht man jetzt sehr gut. Ja, das kommt hierher in Blattsilber und dann noch so Monumente, so Ecken, schön hier. Die kommen dann überall hier in die Ecke, alles in Blattsilber. Und hier in der Mitte der Name mit der Krone und die Krone mache ich in Blattgold. Jetzt wird gelackt, jetzt erstmal alles putzen, ausblasen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Yeah. Ich habe da auch meine gefühlte 700. Schicht jetzt darüber getan und guckt euch das jetzt mal an. Noch nichts geschliffen. Guckt euch mal diesen Spiegel an. Morgen wird es dann nochmals final plan geschliffen. Dann geht es ans Blattsilber, auf das, was ich schon lange warte. Dann ist die grobe Arbeit vorbei, dann kommt Feinschliff. Jetzt schaut so aus, dass das Ding zum 100. Mal plan geschliffen ist. Ich wollte einfach nicht überall Einlagen machen, weil es einfach immer wie komplizierter wird. Wegen dem habe ich jetzt das Ganze, alles was Carbon ist, abgeklebt. Hier einen schönen Abschluss mit einem Rundbogen. Das sieht man ja eh nicht, weil das ist dann so hinten. Und das andere mache ich jetzt alles schwarz. Und dann kann ich endlich mit der Arbeit anfangen, weil ich schon die ganze Zeit geil drauf bin. Mit dem Namen vom Hund, mit dem Blattgold und Blattsilber anfangen, ganzen Verzierungen und Outlines und überall. Ein Hundenapf. So, es ist mittlerweile richtig spät, aber guckt euch das mal an. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, es ist sau spät, wir haben ganz genau, haben wir 10 vor 10. Aber jetzt könnte ich rein theoretisch anfangen, Blattgold und Blattsilber zu machen. Und das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Ich werde die Stellen, die ich machen muss, jetzt mal schnell scotchen, vorbereiten. Und dann, glaube ich, fange ich noch an heute. Ich will es sehen. Sehen will ich es. Ja, schaut ganz gut aus. Schön dezent. Es ist ganz minim ein bisschen ausgerissen. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ihr seht es hier, hier. Das Klebeband ist nicht gerade das Beste, was ich habe für das. Passt so, es ist ein Napf. Ja, und dann machen wir jetzt mal weiter mit den Ecken und mit dem Namen. Yeah, das wird geil. Aber das wird auch crazy zum Machen jetzt. Ja, 11:30 und ich habe jetzt mal die ersten 2 Ecken fertig. Seht ihr den Spitz vorne in Gold? Das war richtig tricky zu machen. Die Ecken sind alle drauf. Und jetzt kommt noch die goldige Krone und sein Name. Erste Schicht Lack ist drauf. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Es schaut so schön aus, ey. Es ist ein Napf. Es ist einfach nur ein Napf. Unglaublich. So, es ist 1 Uhr morgens. 1:45, Entschuldigung. Aber ich hab's geschafft. Er ist fertig, lackiert. Geil, ey, es ist einfach geil geworden. Ja, und ich werde es wahrscheinlich einfach nochmal einmal ganz fein abziehen und nochmal einen finalen Lackgang darüber machen. Falls einer so einen Napf will, weil ich habe jetzt schon 1-2 Anfragen bekommen, der ist teuer, der ist wirklich teuer, wenn man das so will. Wir haben das gute Ding jetzt doch eine Woche stehen gelassen, weil ich dachte, so viel Lack wie da aufeinander drauf ist, dass ich schön aushärten kann. Ja, und jetzt kommt der finale, letzte Klarlack drauf. Da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, welchen Klarlack das ich nehme, aus dem einfachen Grund. Ich brauche da ein bisschen was Robustes, das hart ist. Und da haben wir uns jetzt für den sogenannten Aerodry entschieden. Weil dieser Lack ist lufttrocknend, der ist so in ca. 20 Minuten trocken und der wird so dermaßen hart, den kannst du fast nicht mehr schleifen und polieren am Schluss, weil der so hart ist. Aber gerade wenn der Hund mit dem Halsband dann und mit den Pfoten vielleicht mal oder sonst irgendwas, da
da rankommt, dass es wirklich eine harte Oberfläche ist. Wie ihr seht, fertig, finish, alles poliert. Boah, schaut das geil aus, ey. Wirklich, ey. Jetzt geht es darum, hier habe ich extra so Anti-Rutsch-Noppen für unten an die Füße dran. Und hier habe ich noch so ganz kleine durchsichtige Puffer. Die kommen jeweils hier rein, 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 hier rein. Aus dem einfachen Grund, dass es nicht scheppert und dass der Napf da nicht direkt am Material dran ist. Jetzt kleben wir die mal schnell rein und dann ist das gute Stück fertig. Jetzt habe ich die hier hingemacht. Ja, dann wird der Napf schön gedämpft, wenn sie hier reinkommt. Unten haben wir die direkt so drauf geklebt. So schaut das aus. Und dann würde ich in diesem Moment sagen, das war's. Ich hoffe, ihr habt dann so ein bisschen anderen Video trotzdem eine Freude und dass es euch Spaß gemacht hat zu gucken. Ich für meinen Teil bin sehr glücklich darüber und kann ja auch mal was anderes sein als immer Autos. Ich bin sau stolz drauf, ist sau schön geworden und für einen Napf, für einen Hund, top, top, top. So, wir haben jetzt wieder gut 2-3 Wochen seit dem letzten Enddreh, wo ich da zuletzt in der Werkstatt noch war mit dem Napf. Wir sind jetzt ausnahmsweise mal bei mir zu Hause, aber es hat eben noch einen kleinen Zusatz gegeben. Es hat jetzt noch ein Halsband gegeben. Genau in der gleichen Optik wie der Napf selber, mit einem ganz, ganz geilen Verschluss. Drückt mal rein. Richtig massiv, geil. An dieser Stelle einen lieben, lieben Gruß und Dankeschön an die Brigitte Koller vom Brigitte's Atelier. Die hat die gemacht. Brigitte, sei mir nicht böse, aber ich habe das Etikett hier weggenommen, weil es ein bisschen mit dem Grün sich gebissen hat. Ihr fragt euch bestimmt, warum zwei. Eines ist für die liebe Jessica, für ihren Hund, weil der Papa heißt ja auch Reus. Und eins ist für sie und eins ist für den Junior, wo nachher bei mir sein wird. Und jetzt sind wir bei mir zu Hause, um den Napf in seiner gewöhnlichen Umgebung, wo er nachher auch im Einsatz sein wird, um den Porn zu machen. Ich finde, es sieht mit dem Boden zusammen noch geil aus, schöner Effekt. Und ja, ich danke euch für diesen Einstieg, ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich selber. In 2 Wochen ist der gute Hund hier und da werdet ihr sicher auf allen Kanälen überall Bilder und Fotos und alles Mögliche sehen. Und dieser Napf ist mein kleines Weihnachtsgeschenk an mich selber. Ich wünsche allen ganz, ganz, ganz schöne Weihnachten und bis bald. Viel Spaß beim Napf-Porn. Ciao! We'll be right back.